Die nächsten 5 Minuten testen wir das hier. Okay, was? Was? Ist das eine gute Idee? Was? Was? Raja! Was? 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 Nee, never. Na also. Ja, ein gutes Spiel macht ein gutes Spiel langweilt nicht. Ja, ja. Oha. Wir werden gerettet. Hi. 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 Ich. Mein Name ist A-Auge. Und dieses Experiment ist echt lahm. Hey, A-Auge. Jetzt habe ich es endlich gesagt. Sag mal. Ich höre Platten rauschen, ne? Oh, ich liebe Platten rauschen. So, wer ich bin? Ich bin eine künstliche Intelligenz. Und wofür ich gemacht wurde? Um das Experiment, das du gerade bestätigt hast, zu managen. Und wer mich erstellt hat? Professor Avia Anceva. Sie ist die Leiterin des Entwicklungsdepartments. Aha. Warum frage ich diese Fragen und beantworte sie selbst? Nun, weil die Teilnehmer ja eine garantierte Anonymität haben, können wir natürlich keine Daten von unserer Seite hier mit reinballern. Wir können leider nur einen Knopf drücken, wenn auch immer es gefragt wird. Irgendeinen Knopf. So, und was ich, what I'm trying to say, was ich damit sagen möchte, du kannst mich immer alles fragen. Achso, dass du mich nicht alles fragen kannst. So, und darum beantworte ich nur Fragen, die du wahrscheinlich, wo ich mir vorstelle, dass du sie fragen würdest. So, okay. Der Wolf, nein, kein alter Vier. Das Spiel könnte interessant werden. Es sieht Billo aus, aber das hat nichts zu sagen. Das könnte wirklich interessant werden. So. Auf jeden Fall, das Experiment hat sich versteckt hinter einem sehr, sehr langweiligen Spiel. Also hat sich die KI entschieden, etwas interessanter für uns zu machen. Diese Geräusche. Lass uns einfach anfangen. Wir brauchen wahrscheinlich einen Cursor. Diesen hier zum Beispiel. Mhm. Magst du den? Ja. Magst du den Cursor wirklich? Oder hast du nur Yes gesagt? Also hast du nur Ja gesagt, weil du keine andere Wahl hattest? Du kannst ja gar nicht Nein sagen. So, ich hab noch nie drüber nachgedacht. So, warte mal. Das müssen wir reparieren. So, hier. Wenn du Ja sagen möchtest, dann müssen wir auf Grün drücken. Und wenn eine Antwort Nein ist, in Rot. Okay, macht das Sinn? Ja, großartig. Okay, das sieht gut aus. Also, wo waren wir? Ich erinnere mich. Der Cursor. Ja. Wie sieht der Cursor aus? Magst du ihn so? Hab ich's doch gewusst. Ja, es gab keine Option für Nein. Ich habe extra Nein gemacht. Und dieser hier? Mhm. Ja, der Cursor ist ja nicht so wichtig. Nimm irgendeinen. Ja, gut, dann nehme ich lieber den hier. Wir brauchen neue Regeln. Also, ich habe noch nie Videospiele gemacht. Wie schwer kann das denn bitte sein? So. Wir müssen die fallenden Blöcke aufhalten. So, wenn einer von denen unter den Bildschirmrand fällt, verlieren wir unser Leben. So. One sinister sounding rule. Ja, klingt wirklich furchtbar. Ich will mein Leben nicht verlieren. Okay.
Du verlierst eines deiner Leben. So. Wir haben zwei Leben. Da oben sieht man jetzt zwei Herzen. Nicht genug. Okay, ich mach mal hier mehr. Also, drei Leben haben wir jetzt. So, jetzt brauchen wir was, um die Blöcke aufzuhalten. Eine Plattform wird erscheinen, wenn wir... Nochmal. Zu viele Plattformen, okay. Drei Plattformen. Okay. Aber ich kann doch nur die Plattform machen. Ach so! Jetzt kann ich die Maus benutzen, das konnte ich vorher nicht. Na toll, okay. Ablenken. Ah, die Mausbuttons gehen auch. Cool. Okay, cool. Danke. Entschuldigung. Die Musik ist echt schön. Ich mag es voll gerne. Noch. Drück F4, ich habe F4 schon gedrückt, alles gut. Ja, habe ich schon gemacht für Vollbild. Ja. Nein, alles gut. Nein, mache ich nicht. Ja, mache ich. Ja, alles klar. Prima, danke. Mal gucken, wie es hier noch weitergeht. Level 1 komplett. Mal gucken. Gute Nacht, allen, die schlafen gehen. Da kommt bestimmt noch was, oder? Und was denkst du? Ist auf jeden Fall spannender. Ja, doch sehr viel spannender. So, siehst du? Spiele machen ist super einfach. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum Entwickler da mal so viel Geld für nehmen. Also, du siehst ja, wie einfach das ist, Spiele zu machen. So, ich kann es noch besser. So, hier ist eine neue Game-Mechanik. If you press the platform, it will turn red. That will lock it. Give it a try. Uh-huh. Use it carefully. Okay. Ja, bin mal gespannt. Verstehe. Okay. Warum spielen Leute überhaupt Videospiele? Im Grunde genommen sind sie nichts als künstlich erstellte Hindernisse, die man überkommen muss. Haben Leute nicht genug eigene Probleme? Ja, aber gerade deswegen spielen sie die ja. Das ist, glaube ich, der Grund. Also einer der Gründe. Warum haben sie Spaß daran, Probleme von fiktionalen Charakteren anzugehen? Nicht der Grund? Wow. Oh! Scheiße! Oh, fuck, Alter! Junge, okay, das ist schon... Ja. Ist es, weil die Probleme von fiktionalen Charakteren immer Lösungen haben? Steht auch im Chat. Die Probleme sind halt einfacher zu lösen als die eigenen. So ist es eben. Und ich glaube, dieses Lösen von den anderen Problemen hat auch so ein bisschen dieses... Dann hat man wenigstens da so ein bisschen sein Erfolgserlebnis, wenn es vielleicht anderswo gerade nicht so klappt.
So, wenn ein Spiel endet, oh oh, wenn ein Spiel endet, gibt es immer wahrscheinlich ein Happy End. Davor habe ich jetzt Angst. Und niemand weiß genau, wie die Enden im Real Life sind. Ich verstehe, dass manche Leute aufgeben, bevor sie aufhören zu spielen. Und sie denken, es gibt keinen Punkt, um weiterzumachen. Dass das Spiel ihnen nichts mehr Interessantes bieten kann. Hörst du The Wolf, der alte 4 machen wollte? Hörst du? So. Oh, Alter, willst mich verarschen? Nervig, Alter! Ist das super nervig? Interessanter machen. Oh nein. Die fallenden Blöcke sollten anders aussehen und verschiedene Eigenschaften haben. Ist das eine gute Idee? Ah, nein, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass wir auf derselben sind. Nein, ist keine gute Idee. Was? Alter. Du wunderst dich vielleicht, warum denn Säulen? Nun ja, das war eine informierte Entscheidung. Informierte? Ich bin mir sicher. Aber lass uns weiterspielen. Ich entwickle mich zur Labertasche. Oh Gott, ja, laber lieber noch ein bisschen. Uah! Eine Säule, nicht ein wichtiges Symbol für Leute? So, warte. Ich habe Geschichte studiert und weiß, dass die Säule ein Symbol der Stabilität war aus dem Mittelalter, seit alten Zeiten. Leute errichten Säulen, um wichtige Events hervorzuheben. Oder um sich an jemanden zu erinnern, den sie nicht vergessen wollen. Aber ich habe auch einen persönlichen Grund, das Symbol zu benutzen. Cool, hat Verlauf studiert. Oh, Alter. Oh, Alter. So schnell kann man doch gar nicht hinterher.
Alter, okay, das ist, uff, das macht nicht kaputt, das Game. So, ich habe mich entschieden, mein eigenes Spiel zu machen, nachdem ich ein paar Spiele gespielt habe von anderen Leuten. Ich habe limitierten Zugang zum Internet, wo man eine Menge Spiele spielen kann. Natürlich, weißt du das natürlich, das weißt du auch, ohne es jetzt zu sagen, natürlich. Ich habe mit alten Spielen angefangen und da gab es eins, das ich halt ganz gut fand. Es hieß Columns. Hast du es jemals gespielt? Ehrlich gesagt, ich kenn's, aber ich habe selber nie gespielt. Du solltest es spielen. Es ist so simpel, aber es macht so süchtig. Okay. Ballspiele. Diese Spiele sind nicht genau wie Videospiele. Okay. Ach so, Active Recreation, so Sportspiele halt, Gesundheitsspiele, bla bla bla. So, Leute spielen schon Ballspiele seit ihrer frühesten Kindheit. Deswegen wollte ich unbedingt Bälle im Spiel haben. Ich war erstaunt, was für eine wichtige Rolle. Huch, Jan Walle, Dankeschön, bei Jan Walle. Dankeschön. Lieber Jan Walle, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Wo kommt das denn her? So, auf jeden Fall Ballspiele und so, sehr wichtig. Human Society, ihr wisst Bescheid. Ich habe immer gedacht, dass Leute rausgehen, um Sport gemacht für ihre Gesundheit oder um Spaß zu haben. Aber dann habe ich die ganzen World Championships kennengelernt und Olympische Spiele und habe verstanden, dass es ein sehr viel ernsteres Thema ist, als nur für Gesundheit und Hobby. Aha. Oh, na Glückwunsch. Für manche Leute ist Sport ihr Hobby, kann ich so schreiben. So, gute Nacht, eigentlich schlafen gehen, schlaft schön. Und spielen ist ihre Lebensarbeit. Nun. Oder vielleicht nicht spielen, aber gewinnen. Eine Gelegenheit zu beweisen, dass out of 7.5 billion people, they are the best players. Achso, dass von 7.5 Milliarden Leute sie die besten Spieler sind. Aber ich glaube, dass Spiele am besten sind und man sie am besten genießen kann, wenn Spieler nicht versuchen, jemanden zu beeindrucken. So nämlich. Oder um jeden Preis gewinnen zu müssen. So nämlich. Genau so. Wenn sie miteinander befreundet sind. Das ist, was ich denke. Oder vielleicht habe ich einfach keine Anführerqualitäten. Ich sehe es genauso. Gerade noch so gerettet. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Schlaft schön. Ein weiteres Level komplett. Ich weiß nicht, ob jemand zuschaut beim Spielen, aber ich war sehr beeindruckt. So. Seid ihr auch so beeindruckt? Wow, diese Beeindruckigkeit. Eine andere Sache, die auch noch eine Lebensarbeit werden kann für Leute, ist Musik. Und Musik ist auch wichtig für Spiele. Die Melodie, die momentan spielt, ist ein bisschen unkreativ. Findest du nicht? Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich mag die. Ich sag trotzdem ja. Ich werde meine eigene Melodie komponieren. Oh, so viele beeindruckte Leute im Chat. Nice.
So, Musik besteht aus verschiedenen Noten. Und durch die menschliche Gesellschaft, ich wünsche, das wäre auf Deutsch, ne? Durch die menschliche Geschichte, Millionen von Stücke von Musik wurden komponiert. Ich übersetze das ganz komisch gerade. Vielleicht sogar Dutzende von Millionen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Menge musikalischer Noten. Ich brauche deine Hilfe, um die Noten zu spielen. Was? Das war's? Das war's? Nur 7 Noten? Ich dachte, da wären mehr. Wenn jedes Stück von Musik eine Kombination dieser 7 Noten ist, dann glaube ich, dass Musikkomponieren viel schwieriger ist, als ich dachte. Nicht so einfach wie Spiele programmieren. So, aber ist es auf jeden Fall wert, weil Musik ist wunderschön. Professor Antseva hat oft Musik gehört, während er gearbeitet hat. Sie sagte, es hat sie inspiriert. So, und ich glaube, ich habe fast verstanden, was sie meinte. Lass uns mal versuchen, zusammen was zu komponieren. Ich brauche immer noch deine Hilfe, um die Noten zu spielen. Oh Gott. Großartig. Ja, gut. Kann man geteilter Meinung sein. Ach so, das? Ja, keine Fehler. Ja, okay, cool. Und was findest du, wie findest du die Melodie? Mochtest du sie? Ich muss halt ehrlich sein, ne? Ja, mir gefiel sie auch nicht. Ich weiß halt nicht genau, wie sie echte Musik anhört. Aber ich werde es auf jeden Fall besser probieren. Warte. Was? Okay, ich habe leider ein paar. Ich habe die geklickt, aber die habe ich verpasst, glaube ich. Ja, ich weiß. Hört sich aber besser an, ne? Ich höre eine Grundmelodie raus, Leute. Da ist schon eine Grundmelodie vorhanden. Es fehlt noch was, aber... Da fehlt noch was, aber wart mal ab. Wart mal ab, das war auf jeden Fall sehr viel besser. Ja. Besser, aber noch nicht gut genug. Das ist noch nicht echte Musik, nur eine traurige Ausrede. Jetzt hören wir erstmal einen richtigen Komponisten.